Drei Jahre Kunst, Kultur, Tagungen, Events und Messen im Herzen Kornwestheims. Drei Jahre das K. Das neue Kongresszentrum direkt neben dem Kornwestheimer Rathaus feiert in diesem Jahr seinen dritten Geburtstag. Die ersten drei Jahre unseres K waren spannend, weil uns ja selber, wir wussten nicht selber, was uns eigentlich erwartet. Wir hatten ein tolles Opening, ziemlich auf den Tag genau, heute vor drei Jahren, damals mit Xavier Naidoo. Und in der Zwischenzeit viel Veranstaltungen im Kulturbereich, im Kongressbereich. Das K hat sich in Kornwestheim, kann man sagen, zum Mittelpunkt der Stadt entwickelt. Einen Mittelpunkt, den die Kornwestheimer sehr gerne wahrnehmen. Ja, es ist eine ganz bunte Mischung hier, vom Theater über Chor-Events, Musikveranstaltungen im Allgemeinen, Literaturgeschichten, die bunte Mischung einfach. Und, ja. Das K besticht durch seine Vielseitigkeit und durch sein flexibles Team, hinterlässt so auch bei Geschäftsleuten Eindruck. Die moderne Architektur, lichtdurchflutete Räume, eine hohe Flexibilität in der Raumgestaltung. Das war schon sehr beeindruckend, muss man sagen. Naja, wir sitzen hier vor den Toren Stuttgarts. Stuttgart hat einfach ein großes Problem mit Locations dieser Größe. Und das ist von der Anbindung hier überhaupt kein Problem. So sind hier die unterschiedlichsten Veranstaltungen machbar. Wir bieten Platz und Möglichkeiten für 20 bis 2000 Personen, je nachdem, was für eine Veranstaltung geplant ist. Wir haben Kongressbereich, wir haben gesellschaftliche Räume, wir haben Tagungsräume, aber auch einen sehr schönen Theatersaal für Kultur- und Konzertveranstaltungen. Und ich denke, die Vielseitigkeit ist es, was uns auszeichnet.